Zuletzt hatten wir uns im Abschnitt zum Index damit beschäftigt, wie so ein Index eigentlich aussieht. Also hatten uns so dieses invertierte Pfeil angeschaut, haben da verstanden, dass da Postlisten drin sind. Und in diesen Postings, in den Postlisten, entsprechende Informationen, die man dann braucht, um Anfragen zu beantworten. Wir hatten uns dann angeschaut, wie man Anfragen verschiedenster Art mit einem Index beantworten kann. Also einmal so in einem Boolschen Sinne alle Ergebnisse finden, die auf die Anfrage passen. Oder in so einem Ranking-Sinne, dass ich die auch noch in einer geeigneten Reihenfolge anzeige, nämlich die besten, wichtigsten, relevantesten sozusagen Dokumente zuerst. Und jetzt wissen wir zwar, wie so ein Index aussieht und wie man ihn benutzt, um dann Anfragen zu beantworten, aber wir wollen uns natürlich auch noch anschauen, wie man so einen Index tatsächlich erstellt. Also was muss man als Suchmaschine machen, wenn man eine Kollektion hat und will einen Index dazu bauen? Das werden wir im Prinzip auf zwei Arten uns anschauen. Einmal, dass wir im Prinzip sagen, na gut, wir haben nur eine Maschine, die den Index aufbauen würde. Und zum anderen schauen wir uns danach nochmal an, wie man das machen würde, wenn man eine sehr, sehr große Kollektion hat und gegebenenfalls das Aufbauen des Indexes auch dann auf einen Rechnercluster sozusagen verteilen möchte. Schauen wir uns im Prinzip zuerst so eine Art In-Memory-Index-Konstruktion an, wo erstmal davon ausgehen, dass wir nur eine Maschine haben. Die eine Maschine möchte die Kollektion von n vielen Dokumenten indizieren, also einen Index dafür bauen, und jedes dieser Dokumente ist als Termliste gegeben, also von Term 1 bis m, das ist der erste im Dokument, bis hin zum m in dem Dokument. Die müssen nicht unbedingt verschieden sein, sondern wir gehen einfach im Prinzip über alle durch. Es kann aber auch so sein, dass ich hier schon sozusagen so ein bisschen akkumuliert habe, aber im Prinzip gehen wir davon aus, dass im ersten Schritt erstmal einfach so das Dokument tokenisiert ist und ich auch schon weiß, dass gegebenenfalls bestimmte Terme, vielleicht bestimmte Token weggelassen wurden, sowas wie Stoppwörter, wenn man das weglassen wollte oder so. Aber im Prinzip ist das noch so die Reihenfolge, in der die Token auch in dem Dokument vorkamen. Die Ausgabe, die entstehen soll, ist ein sogenannter invertierter Index. Okay, wir wissen schon, wie wir uns den vorstellen. Also es sind Postlisten drin und die Postlisten bestehen aus Postings. Und hier in dem Fall wollen wir erstmal, da sind so einem Posting als Information die Dokument-ID steht und die Termhäufigkeit des Terms in diesem entsprechenden Dokument. Also erstmal ein relativ einfacher Index, ein bisschen mehr als nur ein Boolscher Index. Also ich könnte schon ranken damit, wenn ich sage, ich ranke beispielsweise nach akkumulierter Termhäufigkeit. Also ich zähle einfach für jeden Anfrageterm, wie oft kommt der im Dokument vor, und die Summe davon ist dann also die Summe der Häufigkeiten der Terme und vielleicht das Gewicht, um das zu ranken oder so, ein ganz simples Modell. Der Algorithmus, der uns den Index aufbauen wird, der ist auch nicht sehr komplex. Es ist einfach quasi eine Vorschleife, die im Prinzip über alle Dokumente geht, also von 1 bis n, Dokument 1 bis Dokument n, einmal durchgeht. Und das, was der Index sein soll, das ist einfach erstmal ein Map-File, das ist am Anfang leer. In jedem Schritt dieser äußeren Vorschleife baue ich mir also einen Teil des Indexes, beziehungsweise ergänze den Index um das, was das ITE-Dokument beitragen würde. Also die Postings für das ITE-Dokument möchte ich jetzt hier in den Index packen. Das ITE-Dokument nehme ich mir aus der Menge von Dokumenten raus. Also das soll diese Kurzschreibweise hier sein. Das nennen wir jetzt hier mal klein di. Das Vokabular möchte ich mir im Prinzip noch, oder die Terminologie, also die Terme, die in dem Dokument drinstehen, als eine Menge aufbauen und sagen, okay, den Term, den habe ich gegebenenfalls schon mal gesehen, also keine Multimenge, sondern eine Menge. Ich schaue im Prinzip dann immer nach, gibt es den Term in dem Dokument, um dann gegebenenfalls einen entsprechenden Postlisteneintrag für diesen Term und das Dokument zu bauen. Und als letztes habe ich noch so ein Map, ja, so eine Map-Struktur, die im Prinzip die Termhäufigkeiten einfach durchzählen soll. In der äußeren Schleife sind noch zwei innere Vorschleifen, die nicht mehr verschachtelt sind. In der ersten geht man einmal über das Dokument drüber und sagt, okay, für jeden Term, den ich da habe, packe ich den in mein Vokabular, in meine Terminologie. Wenn er schon drin ist, okay, dann nicht nochmal, das ist ein Set. Und ich zähle mit, wie oft ich ihn habe. Also in dieser TF-Map-Struktur zähle ich mit, wie oft ich den Term gesehen habe, also einfach die Termhäufigkeit für jedes Vorkommen zähle ich eins hoch. Das war die erste Vorschleife. Jetzt habe ich im Prinzip einmal mir das Dokument von vorn nach hinten angeschaut und weiß jetzt, welche Terme, welche verschiedenen kommen denn vor. Das habe ich in diesem Set T
aufgefangen und ich habe für jeden Term, der vorkommt, die Häufigkeit in diesem TF-Vektor sozusagen mitgezählt. Jetzt gehe ich dann einmal über die Terme, die ich in dem Dokument gefunden habe, drüber und sage, na gut, wenn der noch nicht im Index ist, dann packe ich in den Index eine neue Postliste für diesen Term T. Falls er schon drin war, dann musste ich das nicht machen. Aber wenn er noch nicht drin ist, dann muss ich eine neue Postliste anlegen. Und danach habe ich also die Postliste auf jeden Fall und schreibe mir jetzt im Prinzip ein neues Posting, was den Dokument-ID-Eintrag, in dem ich gerade bin, in der äußeren Vorschleife und die Termhäufigkeit für diesen Term als Eintrag bekommt, also ein Posting für die Postliste des Terms T sozusagen. Also ich nehme als L die Liste aus dem schon existierenden Index, entweder ist es die Liste, die ich gerade neu erstellt habe oder die, die es da schon gibt, und hänge an diese Liste ans Ende noch ein Posting an, was eben jetzt sagt, okay, im ITEN-Dokument kommt der Term T mit der entsprechenden Häufigkeit vor. Also nichts Komplexes, eine große Vorschleife, die über alle Dokumente geht und in der drinnen zwei Vorschleifen. Einmal gehe ich über das Dokument jeweils komplett drüber und sage, okay, das sind die Terme, das sind die Häufigkeiten für die Terme und danach trage ich für jeden Term, den ich tatsächlich im Dokument gefunden habe, einen Eintrag in den Index ein, indem ich da einfach ein Posting an die entsprechende Liste anhänge. Wenn es die noch nicht gab, habe ich sie neu dazu gemacht. Und am Ende gebe ich einfach den Index zurück und bin fertig. Ja, jetzt könnte man sich fragen, was passiert denn, wenn ich also eine Dokumentkollektion habe, die vielleicht zu groß ist für den Index, für den Hauptspeicher der Maschine. Wir wollen ja quasi in Memory den Index bauen. Dann mache ich das einfach stückchenweise. Also wenn ich eine Kollektion habe, die nicht in den Hauptspeicher passt, dann mache ich das iterativ und indem ich quasi die Dokumentkollektion in Shards aufteile und sage, okay, jeder Shard ist so groß, dass ich ihn auf einmal verarbeiten kann. Und baue einen Index für jeden dieser Shards auf. Und am Ende, wenn ich den Index für die ganze Kollektion dann zusammensetzen will, mische ich die Shards dann einfach wieder zusammen. So ähnlich wie beim Merge Sort, werden wir gleich dann in einem Beispiel sehen. Also was im Prinzip passiert, ist, dass die Prozedur, die wir uns eben angeschaut haben, im Prinzip so lange läuft, bis der Speicher voll ist. Wenn der Speicher voll ist, schreibe ich die Postlisten, die ich bis dahin erstellt habe, in alphabetischer Sortierung, nach Term alphabetisch sortiert, auf Platte, also kann eine drehende sein, kann eine SSD sein, aber ich schreibe sie erstmal weg, sodass sie nicht mehr im Hauptspeicher sind und das mache ich so lange, also diese zwei Schritte, bis ich mit der gesamten Kollektion, mit dem gesamten Dokumentsammlung durch bin. Am Ende habe ich dann k viele Iterationen sozusagen dieser Schritte 1 und 2 gemacht und werde jetzt also ein Merging von diesen k Postlisten Files, die ich erstellt habe, also quasi K-Charts habe ich indiziert. In jedem Chart hätte ich jetzt einen kleinen Index. Die könnte ich jetzt gegebenenfalls über meine ganzen verschiedenen Maschinen verteilen. Da wäre es noch günstig, wenn ich zumindest einmal noch die globalen Statistiken, sowas wie oft kommen die Terme denn vielleicht insgesamt vor oder wie viele Dokumente habe ich insgesamt, wenn ich das gegebenenfalls noch verteile. Das ist manchmal ganz nützlich. Aber ansonsten, wenn ich einen großen Index aus diesen K-Kleinen bauen will, dann muss ich die noch zusammenmischen. Und wie macht man das? Na, so ähnlich wie bei Merge Sort. Angenommen, ich habe irgendwie einmal so einen Teil des Indexes gebaut und einmal so einen Teil des Indexes. Also das hier ist quasi der Index für einen Chart, das ist der Index für einen anderen Chart. Jetzt möchte ich die zusammenmischen. Wie macht man das? Na, ich gehe davon aus, dass wir hier aufsteigend nach Dokument-ID jeweils sortiert haben. Die Termlisten und in diesem hier auch. Und das ist dann jetzt so wie bei Merge Sort, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt einen gemeinsamen Index bauen. Also fange an mit beispielsweise dem Term TI und sage, ich habe jetzt hier einen Zeiger XI1, der also in dem ersten auf den ersten Eintrag zeigt und einen XI2-Zeiger, der in dem zweiten auf den ersten Eintrag für den Term TI zeigt. Also I ist das I hier. Und dann werde ich jetzt einfach immer gucken, welches ist denn die kleinere Dokument-ID. Das schreibe ich dann in den zusammengemischten, den gemergten Index weg. Also am Anfang vergleiche ich die 2 mit der 4, also Dokument-ID 2, Dokument-ID 4. Die 2 wird überleben und für die 2 habe ich dann auch entsprechenden Eintrag vorgesehen, weil das dann sozusagen der erste Eintrag in der Postliste für den Term TI ist, ein Eintrag vorgesehen für die Länge. Das muss ich dann natürlich am Ende, wenn ich die Länge tatsächlich kenne, dann hier noch eintragen. Außerdem habe ich schon ein bisschen Platz vorgesehen für einen Skip-Pointer. Ich weiß noch nicht genau, wo der hin zeigt, aber den Platz, den habe ich schon vorgesehen.
Und der Zeiger in der zweiten Liste ist um eins weiter gerutscht. So, jetzt stelle ich fest, okay, der hier ist der kleinere, kann ich den dran schreiben. Dann steht der auf 19, der auf 8, muss ich also die 8 reinschreiben. Jetzt steht der auf 16, der auf 19, muss ich die 16 reinschreiben. Und 16 ist jetzt beispielsweise wieder der 1, 2, 3, 4. Eintrag, also wieder das, wo die Skip-Pointer hinzeigen sollen. Jetzt kann ich den Skip-Pointer hier setzen und setze den Platz, schon besetze den Platz für oder nehme den Platz mit in den Speicher für den Skip-Pointer, der dann weiter zeigen soll. Ich zeige jetzt hier auf 19, hier auf 41. Jetzt nehme ich also erstmal oben ein bisschen was, die 19, die 23 und die 28. Die 28 wird wieder was, wo Skip-Pointer drauf gebaut werden, aber das ist jetzt nicht der Skip-Pointer von hier oben, sondern den muss ich dann neu berechnen. Den für die 16 kann ich jetzt berechnen, das wäre jetzt also hier das Sprungziel gegebenenfalls. Jetzt zeige ich hier unten auf die 41, hier oben auf die 50, also kommt erstmal die 41 rein, dann die 50 und jetzt bin ich hier oben rausgerutscht sozusagen, also vielleicht geht es noch weiter, aber wir hören dann auf. Angenommen, es ist was Größeres als 77, dann muss jetzt also die 77 noch kommen und das setzt sich dann so weiter. Und so weiter und so fort. Jetzt habe ich die Postlisten für den Term TI zusammengemischt. Jetzt kann ich natürlich auf die gleiche Art noch den für TJ zusammenmischen und habe dann sozusagen die beiden kleineren Indizes der Reihe nach in so einem K-Way-Merge sozusagen zusammengemischt. Ich hätte auch, wenn ich nicht nur zwei habe, sondern wenn ich 3, 4, K solche verschiedenen Charts habe, dann hätte ich eben K-Zeiger gehabt. Und jetzt kann man sich wieder fragen, was passiert denn, wenn da jetzt quasi der Platz nicht ausreicht? Also wenn ich jetzt K-Stück mergen muss, aber ich kann die nicht gleichzeitig im Speicher halten, naja, dann macht man es der Reihe nach. Also die ersten zwei, dann mit dem nächsten und gegebenenfalls dann auch immer nur teilweise die Postlisten reinladen und nicht vollständig. Das, was wichtig war, ist, dass es alphabetisch sortiert ist. Dann kann ich also sequenziell auch durchgehen und mit den Zeigern so durchgehen zum Zusammenmischen. Wenn ein Term nur in einem der Indexe vorkommt, dann ist klar, was ich mache. Ich muss nicht mischen, also ich kann den direkt in den finalen Index reinpacken. Und ja, das mit den Postings, wo die Skip-Pointer drin sind, da hatten wir schon gesagt, ich kann im Prinzip vorher versuchen zu erkennen, wo die rein müssten, aber die genauen Sprungziele, die kann ich dann erst berechnen, wenn ich die Postliste final gemercht habe. Also während des Merchings kann ich schon sagen, okay, das hier ist jetzt wieder Abstand 3 beispielsweise, da muss ein Skip-Pointer rein, aber das finale Ziel oder die Ziele für die Skip-Pointer, wenn ich mehrere Ziele habe, also mehrere Skip-Pointer Reichweiten habe, die kann ich erst tatsächlich dann alle bestimmen, wenn ich die Postliste zusammengemischt habe. Ja, und wie gesagt, wenn das hier zu groß wird, also wenn ich zu viele Zwischenpostlisten-Files erzeugt habe, weil ich einfach zu wenig Hauptspeicher habe beispielsweise, dann kann ich auch einfach sagen, ich fange erstmal mit zwei oder weniger K, weniger als K Postlisten-Files an und mische die zusammen und habe dann halt mehrere Mischschritte, die ich durchführe nacheinander. Aber im Prinzip könnte man so sagen, ist die einfachste Art, einen Index zu bauen. Ich gehe jedes Dokument durch, für jeden Term, der da drin vorkommt, für jedes Vorkommen des Terms zähle ich die Häufigkeit mit und danach packe ich dann die Postlisteneinträge entsprechend in den Index. Wenn der Index den Hauptspeicher vollgeschrieben hat und ich bin aber noch nicht fertig, dann fange ich einfach ein neues Postlisten-File an und die mische ich dann am Ende in so einem Merge-Sort-ähnlichen Schritt wieder zusammen. Wenn das Ganze jetzt insgesamt zu groß ist, also die Dokumentkollektion und vielleicht auch der Index dann am Ende absehbar zu groß wird, um auf einer Maschine abzulegen, dann muss ich auf jeden Fall verteilt vorgehen. Bietet sich auch manchmal sowieso an, wenn ich schon vorher erkenne, dass ich quasi Charts brauche, um also schrittweise den Index aufzubauen, dann könnte man auch schon überlegen, ob es nicht sowieso sinnvoller ist, verteilt zu indizieren. Aber wenn ich einen großen Index aufbauen möchte, dann kann ich trotzdem, auch wenn ich den verteilt ausrechne, verschiedene Vorgehensweisen wählen. Also wenn ich das schade und sozusagen Teilindexe baue, dann ist klar, dass ich das irgendwie nach Dokumenten wahrscheinlich aufteile. Wenn ich einen großen Index erst bauen will, weil ich beispielsweise nach Termen schaden möchte, dann muss ich auch beim verteilten Vorgehen dafür sorgen, dass ich am Ende irgendwann mal den Gesamtindex sozusagen zumindest in Teilen erstellt habe, also einmal jede Postliste insgesamt erstellt habe, sodass ich dann diese Postlisten auf die einzelnen Server gegebenenfalls verteilen kann. Dafür, dass das funktioniert, also dass ich tatsächlich verteilten Index bauen kann auf einem Rechnercluster, da gibt es ein paar verschiedene Ideen und das, was wir uns ein bisschen genauer anschauen werden, ist im Prinzip so die MapReduce-induzierte Idee. MapReduce, eines der ersten
wichtigeren Frameworks, um quasi verteilt auf großen Daten irgendwie Berechnungen durchführen zu können. Als Open-Source-Variante kennen Sie es wahrscheinlich eher als Hadoop, weil das eigentliche Google-Produkt sozusagen, das, was Google intern benutzt hat, das war natürlich proprietär, aber Sie haben so ein bisschen 2004 in der Veröffentlichung geschrieben, wie Sie es gemacht haben, und das haben dann Leute auch als Open-Source im Hadoop-Framework umgesetzt. Aus einem Entwicklersicht ist es so, dass man im Prinzip zwei Prozeduren, zwei Methoden schreiben muss, Mapper und Reducer. Und Mapper sind im Prinzip sehr einfach gestrickt. Die sagen, okay, ich habe ein Key-Value-Paar gegeben. Und das könnte in unserem Fall sowas sein wie eine Dokument-ID als Key und die Termliste des Dokuments, also im Prinzip der Text des Dokuments als Value, gebe ich dann eine Liste von Key-Value-Paaren aus. Also beispielsweise sowas wie für einen Term, wie oft kommt der im Dokument vor. Oder auch einfach nur für jedes Vorkommen des Terms, ich habe es jetzt einmal gesehen. Und wenn ich das dann halt dreimal sehe, dann kommen drei solche Paare raus, ich habe den einmal gesehen. Der Reducer oder die Reducer vielmehr, die sind dann auch wieder sehr einfach gestrickt. Im Prinzip, zumindest aus einem abstrakten Blickpunkt, ist alles Key-Value-basiert im MapReduce-Framework. Bei den Reducern ist es so, gegeben ein Key und die Liste der Values, die alle Mapper für diesen Key ausgegeben haben, gibt er dann am Ende im Prinzip ein Key-Value-Paar aus. Der Value kann natürlich komplexer sein, aber hier bei so einem Indizierungsprozess könnte es also beispielsweise sowas sein, ich bekomme als Schlüssel, als Reducer dann einen Term und alle Postings für diesen Term oder zumindest erstmal sowas wie, ich habe den Term jetzt einmal in diesem Dokument gesehen, ich habe noch einmal in diesem Dokument gesehen, noch einmal in diesem Dokument gesehen. Die Reducer könnten das sozusagen zusammen kombinieren jetzt und sagen, okay, man hat den also dreimal in dem Dokument gesehen und entsprechend dann gleich die Postliste dafür aufbauen und sagen, okay, Dokument-ID mit einer 3 wäre jetzt also der Eintrag in die Postliste für den entsprechenden Index, den ich für die Kollektion bauen will. Beispiele wäre also für so einen Mapper dann eben, dass ich gesagt habe, ich habe so ein Dokument mit seiner ID als Paar gegeben und gebe also für entweder jeden Term, jedes Vorkommen eines Terms eine 1 aus oder ich gebe einfach aus, ja, den Term habe ich hier in diesem Dokument I gesehen, wenn ich jetzt so einen Boolschen Index bauen will oder eben die ganzen Einsen, so wie ich es eben gesagt habe. Ein Reducer, der dann daraus irgendwie Dokumenthäufigkeiten machen würde, aus solchen Paaren, also T und I, wäre dann DF-Reducer, ein Document-Frequency-Reducer, der bekommt also als Eingabe den Term T und eine Liste der entsprechenden I's, die hier auch von den Mappern ausgegeben wurde. Und naja, jetzt kann ich einfach zählen, wie lang ist die Liste, und dann gebe ich als finales Key-Value-Paar als Reducer aus, okay, der Term T hat eine Dokumenthäufigkeit von eben entsprechend die Länge dieser Liste hier, also die Mächtigkeit der Liste. Das könnte ein ganz einfaches Beispiel sein, neben so einem, was ich dann eben erklärt hatte, wo ich sage, ja, ich baue gleich irgendwie so einen TF-Index oder sowas auf. Aber ich könnte auch quasi über so ein MapReduce-Vorgehen versuchen, einfach erstmal die Dokumenthäufigkeit beispielsweise zu bestimmen. Oder ich mache beides parallel und zähle einfach dann immer nochmal mit, in wie vielen Dokumenten kam das denn jetzt eigentlich vor. Das Ganze ist inspiriert von Google. Also Google hat am Anfang eben folgendes Vorgehen gehabt, was heutzutage auch immer noch ganz praktikabel ist, zu sagen, ja, wir nehmen erstmal alle Hardware, die wir so kriegen können. Wenn Sie es vielleicht noch erinnern oder irgendwo mal gelesen haben, Google ist ja an der Uni entstanden und zwar in Stanford. Und ja, am Anfang haben die halt gesagt, alle Rechner, die da irgendwo in Büros rumstanden, die nehmen wir uns mal zum Aufbauen eines Indexes für das ganze Web, ein sogenannter Beowulf-Cluster, also aus verschiedenen Rechnern. Man sieht ja hier, das waren alles noch so Tower oder so ein paar Desktop-Rechner, die so ein bisschen quasi ein flacheres Gehäuse hatten. Ein paar von den Kisten haben vielleicht einfach ein paar Platten hier unten drin oder so. Im Prinzip war das Google im Jahr 1997 irgendwo in Stanford in einem der Büros, wo sie einfach mal alle Hardware gesammelt hatten, die gerade nicht so richtig gebraucht wurde. Oder auch, was sie dann danach gemacht haben, so um das Jahr 99 rum, haben einfach Serverrechner so zusammengesteckt, dass die gar nicht mehr im Gehäuse waren. Wenn man hier so ein bisschen genau hinguckt, sieht man die ganzen Platinen und so, ließ sich dann leichter belüften, wenn man also einfach irgendwie einen fetten Lüfter davor und dahinter oder sowas gestellt hat und außen die ganze Kabellage drum, einer der ersten Google-Server, also sehr, sehr einfache Hardware. Und für solche Hardware wollten sie also im Prinzip ein Framework haben, was fehlertolerant größere Prozesse darauf verarbeiten
kann. Und das war so die Grundidee für dieses MapReduce-Framework. Also nicht eigentlich die Idee, dass man sowas in diese Mapper- und Reducer-Phasen sozusagen teilt, so eine Berechnung, sondern das eigentlich Schicke an MapReduce bzw. Hadoop ist, dass das ein System ist, was drumherum gestrickt wird, sodass man sich eigentlich um die, wo liegen die Daten und so weiter, Verteilung und Fehlertoleranz, da fällt mal einer von diesen Kisten aus oder so, nicht groß kümmern muss. Alles, was man im Prinzip sehr, sehr gut parallelisieren kann, lässt sich dann in so einem MapReduce Hadoop Paradigma sozusagen umsetzen. Und ja, typischerweise ist so ein Indexaufbau, was sehr, sehr parallel ist. Also das, was ich als Posting für Dokument I oder als Postings für Dokument I erzeuge, hat eigentlich wenig damit zu tun, was ich für Postings für Dokument J erzeuge. Das Einzige, was ich vielleicht manchmal brauche, ist irgendwie sowas wie vorberechnete Statistiken, wie groß ist denn insgesamt meine Kollektion oder sowas. Aber ansonsten beeinflussen sich die verschiedenen Dokumente eigentlich nicht so stark. Das heißt, ich kann den Indexaufbau für verschiedene Teilmengen meiner Dokumente einfach parallel machen. Das, was wir quasi bei dem Index aufbauen im Speicher, bei diesem allerersten Verfahren sequenziell gemacht haben, also wenn es quasi voll war, der Hauptspeicher, dann alles erstmal wegschreiben, weitermachen. Man hätte auch natürlich vorher einfach schaden können und sagen können, okay, ich habe K Maschinen, jede von denen ist für ein Kartel der gesamten Kollektion erstmal verantwortlich. Das kann ich dann natürlich einfach sehr gut parallelisieren. Ja, und wie gesagt, letzte Bemerkung, das ganze MapReduce-Framework gibt es natürlich so von Google per se nicht ausgeliefert, aber die Open-Source-Variante ist eben das Apache Hadoop-Framework. Also wenn man es benutzen will, kann man auch einfach auf die Open-Source-Variante setzen und sagen, gut, ich programmiere im MapReduce-Paradigma-Sinne meine parallelen Jobs und benutze dafür Hadoop. Das Ganze ist also erstmal im Prinzip zu groß für einen Rechner. Das heißt, wir wollen es jetzt verteilen und wir wollen es uns nochmal ein kleines bisschen genauer angucken, wie man das so in diesem MapReduce machen würde. Und im Prinzip gibt es da immer sowas wie drei Phasen. Manchmal gibt es noch so kleinere Zwischenphasen, aber wenn Sie sich da ein bisschen genauer für interessieren, dann gibt es noch die Vorlesung Big Data Analytics, die ich im Bachelor anbiete. Da gucken wir uns MapReduce über ein paar Wochen ein bisschen genauer an. Hier erstmal so ein bisschen ganz abstrakt oder ein bisschen allgemeiner. Im Prinzip gibt es drei Phasen. Wenn ich jetzt sowas bauen möchte wie ein Index für eine große Kollektion, gibt es im Prinzip eine Map-Phase, das ist immer so die erste. Wenn die Map-Phase abgeschlossen ist, gibt es eine Shuffle-Phase, das ist die zweite Phase. Und als drittes gibt es dann die Reduce-Phase, die aber erst sozusagen einsetzt, wenn die Shuffle-Phase fertig ist. Was ist so die Grundidee? In der Map-Phase rufe ich im Prinzip auf allen Cluster-Knoten, die ich habe, also auf allen Servern, die ich in meinem Cluster stecken habe, die Map-Funktion auf. Und die läuft auf Daten, die sie da zugeteilt bekommt. Üblicherweise sind das die Daten, die auf der Maschine liegen, weil die Grundidee ist beim Hadoop MapReduce auch zu sagen, ich bringe lieber den Code zu den Daten, als die Daten zum Code zu bringen, weil üblicherweise die Daten viel, viel größer sind als der Code. Die Ausgabe der Map-Phase, die wird dann lokal erstmal auf dem Knoten, auf dem der Mapper lief, zwischengespeichert. Und wenn dann alle Mapper fertig sind, setzt die Shuffle-Phase ein, die jetzt sagt, okay, die Ausgaben der Mapper, die verteile ich auf die Reducer, auf die Knoten, auf denen Reducer laufen. Und zwar nicht zufällig, sondern in einer bestimmten Art, also schon in einer gewissen Art zufällig, aber ich sorge dafür, dass alle Key-Value-Paare, die den gleichen Key haben, auf dem gleichen Rechner landen. Dafür benutzt man üblicherweise Hash-Funktionen, also man hasht die Keys und sagt, okay, alle Hashes, die mit dieser oder jener Endung enden, die gehen auf Server X. Und so sorge ich dafür, dass die gleichen, also die Values, die den gleichen Key haben, die Key-Value-Paare, bei denen der Key identisch ist, dass die auf denselben Reducer-Knoten landen. Nachdem das dann alles sozusagen in der Shuffle-Phase zu den Reducern verschickt wurde, wird es dann bei den Reducern noch sortiert, sodass alle Key-Value-Paare mit dem gleichen Key erstmal hintereinander liegen. Und dann erst alle Key-Value-Paare mit dem nächsten Key, der vielleicht zu dem Reducer geschickt wurde, anfangen. Und erst dann, nach dieser Shuffle-Phase, fängt die Reduce-Phase an und die Reduce-Phase läuft dann auch wieder parallel auf den entsprechenden Cluster-Knoten, auf den Reducer laufen. Und die bekommen jetzt einfach die sortierten Listen dieser Key-Value-Paare und erstellen dann Key-Value-Paare als Ausgabe. Falls da irgendwo mal was schief geht, und das ist das Schicke an diesem Framework,
Ist es so, dass im Prinzip vorgesehen ist, dass quasi Mapper und Reducer-Funktionalität nicht was anderes ausrechnet, wenn ich sie nochmal oder nochmal oder nochmal anschmeiße. Also sagt dazu, sie ist idempotent, also ich kann das dreimal machen, kommt halt dreimal das gleiche Ergebnis raus, es ändert sich nicht. Und ich kann auch, was dabei hilfreich ist, falls mal irgendwie einer der Mapper oder der Reducer abgestürzt ist, der Knoten ist nicht mehr erreichbar oder so, kann ich einfach die Berechnung, für die der zuständig gewesen wäre, der entsprechende Knoten, kann ich die einfach nochmal woanders anstoßen. Manchmal ist es sogar so, dass man einfach ein bisschen noch Kapazität auf dem Cluster zusätzlich hat zu den eigentlichen Mappern und Reducern, die sowieso laufen müssen. Und dann wird sowas wie spekulativ einfach nochmal gesagt, ja, ich glaube hier auf dem Teilausschnitt der Daten, da muss ich einfach mal gucken, der eine Knoten, auf dem der Mapper dafür läuft, der ist immer so ein bisschen langsam. Ich führe das einfach nochmal gleichzeitig auf einer anderen Maschine aus und wer zuerst fertig ist, dessen Ausgabe nehme ich. Und falls das nochmal von einem anderen die Ausgabe irgendwann dann fertig wird, dann ignoriere ich die einfach. Also im Prinzip, diese ganze Verteilung und auch das Shuffeln, das muss ich als Entwickler gar nicht mich drum kümmern. Auch diese Fehlertoleranz, falls mir irgendwas kaputt geht, dass es dann nochmal ausgeführt wird oder so, darum muss ich mich gar nicht kümmern. Das Einzige, was ich schreibe, mehr oder weniger als Entwickler, ist den Mapper-Code und den Reducer-Code. Und da kann ich gegebenenfalls dann auch viel Code aus ähnlichen Projekten dann natürlich entsprechend immer wieder verwenden, wie es vielleicht auch üblich ist beim Programmieren. Schauen wir uns das mal im Beispiel an für NetSpeak. Hatte ich ja schon so ein, zwei Mal so ein bisschen drüber gesprochen. Also unsere Suchmaschine, die hilft, gebräuchliche Formulierungen zu finden. Da war die Grundlage das sogenannte Google Ngram Corpus, also eine Sammlung von Daten, die für Phrasen der Länge 1 bis 5 die entsprechenden Häufigkeiten im Google-Index vom Jahr 2006 ungefähr enthält. Und jetzt wollen wir dafür einen invertierten N-Gramm-Index bauen, indem ich im Prinzip erstmal grob nachgucken kann, wie oft kommt denn ein bestimmtes N-Gramm vor. Also indem ich einfach nach diesen Häufigkeiten beispielsweise schauen kann und noch ein kleines bisschen mehr. Wir wollen ja auch noch die Operatoren erlauben und so weiter. Aber im Prinzip ist das etwas, was ich nicht auf einer einzelnen Maschine machen möchte. Sie erinnern sich, da gab es eine ganze Menge N-Gramme drin, sondern ich verteile das erstmal auf, in dem Fall jetzt hier mal visualisiert, erstmal drei Maschinen beispielsweise. Jede von diesen Maschinen bekommt also ihren Split, sagt man im MapReduce-Sprech oder im Hadoop-Sprech, also ihren Teil der Daten, jede im Prinzip ein Drittel. Dann wird auf jedem dieser Splits der gleiche Map-Code ausgeführt. Ich habe es jetzt hier nochmal so ein bisschen mit Grauschattierungen dargestellt, sodass man dann später erkennt, was von welcher Maschine kam. Und der Mapper weiß schon, beziehungsweise die Shuffle-Phase weiß schon, es wird zwei Reducer geben. Also es gibt zwar drei Mapper, aber nur zwei Reducer. Und das heißt, irgendwie muss ich jetzt die Key-Value-Paare, die jeder Mapper hier emittiert, also das ist so die Ausgabe, die muss ich verteilen in sogenannten Slot 0 und Slot 1. Das soll das sein, was der erste Reducer bekommt. Das soll das sein, was der zweite Reducer bekommt. Und die Shuffle-Phase sorgt dann eben dafür, dass die entsprechenden Slots 0 alle zusammenkommen. Also von dem ersten Mapper Slot 0 hier, von dem zweiten Mapper Slot 0 da, von dem dritten Slot 0 hier. Und die entsprechenden Slots 1 zusammen. Also das geht hier runter. Und entsprechend in diesen Slots sortiere ich dann nochmal um und sage, okay, hier das ist Rekord 0 bis 4 und hier Rekord 5 bis 9 oder sowas. Danach, nach dieser Shuffle-Sort-Phase, also die quasi die Ausgaben der Mapper nach Slots sortiert, auf die Reducer verteilt, laufen dann die Reducer, in dem Fall hier angenommen nur 2. Und der Reducer wird also alles erst mit Rekord 0 verarbeiten, dann alles mit Rekord 1, 2, 3, 4. Also gehen wir davon aus, dass das Key-Value-Paare sind, wo der Key 0 ist, 1 ist, 2 ist, 3 ist, 4 ist oder so. Und dann gibt er das aus. Das sind jetzt im Prinzip die invertierten Indexteile für die Keys von 0 bis 4 und für die Keys von 5 bis 9. Und die mischt man jetzt einfach zu einem zusammen und vielleicht auch noch sowas wie Skip-Listen, die dann beim Zusammenmischen erstellt werden oder so. Und vielleicht hat man auch nebenbei oder vorher schon noch sowas wie eine Zusatzdatenstruktur entwickelt oder sozusagen mitprotokolliert, die einfach alle verschiedenen N-Gramme, die in dem Korpus sind, als Vokabular, als Terminologie aufsammelt und solche Geschichten. Und das, was passiert hier im Prinzip, oder wie wir es bei NetSpeak dann gemacht haben, ist, angenommen, man hat zwei Import-Records, Hello World und Hello Kitty. Und für Hello World wissen wir,
Das kommt irgendwie 792.000 Mal vor und Hello Kitty kommt fast 1,5 Millionen Mal vor. Also das hier sind sozusagen die Häufigkeiten, mit denen das vorkommt. Und dann schreibt man sich auf, für jedes Wort sozusagen, weil wir dann später ja auch wieder die N-Gramme zusammensetzen wollen, für jedes Wort, in was für einem N-Gramm kam es vor, also Länge 2, N2 Gramm und an welcher Stelle, Stelle 0, also wir wissen die erste. Und die Häufigkeit dafür ist eben 712.000 und die ID war die 4, also hier die 4 als ID. Oder dann Hello auch nochmal mit 2,0, aber mit einem anderen Payload. Also als Häufigkeit 1,5 Millionen und Dokument-ID 5 kam es vor. Aber der Key Hello 2,0 ist also dasselbe. Und wofür ich jetzt sorge, ist, dass Hello 2,0 also bei dem gleichen Reducer landet. Und der Reducer kann dann also Hello 2,0 mit einer Postliste versehen, die eben dann sortiert ist nach beispielsweise hier in dem Fall Häufigkeit. Und World ist bei irgendeinem der Reducer gelandet. World gab es hier nur einmal. World 2,1 und Kitty 2,1 gab es auch nur einmal. Das sind also zwei andere Keys erstmal. World 2,1 ist ein anderer Key als Hello 2,0 und auch als Kitty 2,1. Da weiß ich jetzt nicht, bei welchem Reducer das landet. Man kann sich aber sicher sein, dass Hello 2,0 immer bei dem selben Reducer gelandet ist. Wenn man sich den Datenfluss nochmal so ein bisschen anschaut, auch hier in dieser Visualisierung, dann stellt man fest, dass manche Sachen lokal passieren. Das sind immer die durchgezogenen Striche. Und manche Sachen quasi über den Cluster übergreifend funktionieren, also die Datenverteilung hier am Anfang und auch die Shuffle-Sort-Phase dann mittendrin, die funktioniert über den ganzen Cluster hinweg. So, im Prinzip kann man jetzt also versuchen, diesen Index, den man hier aufgebaut hat, dann auch zu benutzen. Und wenn man so einen Index benutzt, dann hatten wir ja schon gesehen, wie man das macht, indem man einfach Query Processing drauf laufen lässt. Je nachdem, ob man ranken möchte oder nicht. Also hier in dem Fall könnte man auch nach Häufigkeiten ranken. Die Häufigkeiten sind mit drin im Index. Was passiert, wenn sich so ein Index mal ändern muss? Wir hatten ja schon mal gesagt, im Prinzip sowas wie eine Web-Kollektion, die man gecrawlt hat, die wird nie stabil bleiben, in dem Sinne statisch bleiben, dass sich nichts mehr ändert, sondern das Web ist dynamisch. Das heißt, man muss auch den Index irgendwie immer mal updaten. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen könnte. Im Prinzip drei Varianten, mit denen man arbeiten könnte. Einmal so eine Art Index-Merging, dass man sagt, okay, wenn ich neue Dokumente bekomme und da eine ganze Menge von, dann indiziere ich die erstmal separat für sich und führe dann so ein Index-Merging durch, wie wir es im Prinzip beim In-Memory-Index dann auch gemacht haben. Und ich habe also gegebenenfalls eine Zeit lang zwei Indexe, einen großen und vielleicht den kleinen für die neuen Dokumente. Und ich will immer nur aus dem Großen die Ergebnisse liefern, dann muss ich also den Kleinen irgendwann dann mal reinmischen. Und das könnte man so ähnlich sich vorstellen, wie wir das bei dem Index-Merging tatsächlich gemacht haben, außer dass man jetzt hier gegebenenfalls sagen muss, vielleicht muss ich dazwischen reinmischen, wenn ich jetzt nicht nach Dokument-IDs beispielsweise sortiert habe oder die Dokument-IDs sowas sind wie Qualitätskriterium-Einschätzung, dass ich dann eben gegebenenfalls bei einem neuen Dokument einen höheren PageRank etwa habe oder so, dass der also weit vorne in den Index rein muss. Dann muss ich darauf bauen, dass das eine Liste ist, dass ich da also auch an beliebige Stellen was einschieben kann. Dann habe ich aber das Problem, dass die Skip-Pointer gegebenenfalls sich vermischen oder so. Also das ist Index-Mischen ist tatsächlich, wenn ich schon einen Index habe, der quasi fertig ist, ist eine ein bisschen aufwendigere Prozedur. Was man auch machen kann, ist, solange ich nicht gemischt habe, ich habe einen großen Index und einen kleinen Index, in dem ich das neue Zeug so habe, dann mische ich einfach die Ergebnisse zusammen. Wenn also nicht ständig ganz viele neue Dokumente kommen, sondern nicht so viele, dann frage ich einfach beide Indexe an, den großen und den kleinen. Und muss dann also die Ergebnisse erst zusammenmischen. Das ist meistens ein bisschen einfacher, als zwei Indexe zusammenzumischen. Also denken Sie dran, dass ich gegebenenfalls in so eine Postliste mittendrin ein neues Posting einfügen will.
Dann zeigen die Skip-Pointer nicht auf die richtigen Stellen und so weiter. Dann muss ich das alles neu berechnen. Da ist es manchmal einfacher, wenn man sagt, ja, so viele Änderungen gab es noch gar nicht. Ich baue einfach den zweiten Index so lang, bis er eine gewisse Größe überschritten hat und erst dann mische ich zusammen. Und solange ich die Größe nicht überschritten habe, frage ich einfach beide Indexe an und mische dann die Ergebnisse. Es kann natürlich auch sein, dass mal irgendwie ein Dokument wieder verschwindet, was ich also quasi als Ergebnis gar nicht mehr anzeigen möchte. Wenn es halt nicht mehr im Web ist, dann kann auch keiner mehr draufklicken, sozusagen in meiner Ergebnisliste. Und dafür hat sich auch so eingebürgert, dass man das so ähnlich macht wie beim Result-Merging, dass man so eine Art Post-Processing noch vorsieht und sagt, ich habe so eine Art Löschliste, Dokumente, die es eigentlich nicht mehr gibt, aber ich will jetzt nicht meinen Index deswegen neu bauen, also gerade sowas wie die Skip-Pointer oder so. Ich will jetzt nicht die Postings alle für diese Dokumente rausnehmen, sondern ich habe einfach eine Liste, auf der steht, die Dokument-ID, die gibt es schon nicht mehr im Live-Web. Ich rechne einfach die Ergebnisse gegen meinen normalen Index aus und gehe dann noch einmal schnell mit der Deletion-List drüber und sage, alle Ergebnisse, die eine ID haben, die es eigentlich im Live-Web gar nicht mehr gibt, die lösche ich jetzt aus den Ergebnissen raus und die nächsten rutschen dann entsprechend nach. Das ist so eine Art Post-Processing. Irgendwann muss ich dann natürlich trotzdem mal, auch wenn die Deletion-Liste halt dann irgendwann zu groß geworden ist, in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, gut, jetzt baue ich den Index nochmal neu, aber solange nicht so richtig viel da gelöscht werden muss, kann ich das auch erstmal so wie beim Result-Merging mit so einer quasi parallel geführten, in dem Fall Deletion-List, durchführen. Ja, ansonsten muss man halt dann irgendwann mal aus einem nicht ganz so großen und einem riesigen Index, den man einmal ausgerechnet hat, einen neuen Index bauen. Und das kostet dann wieder ein bisschen Zeit. Bei Google war es am Anfang tatsächlich so, dass sie das auch gar nicht so häufig gemacht haben, aber dann irgendwann gemerkt haben, naja gut, über Nacht einfach immer mal den Index neu zu bauen, ist vielleicht auch ein bisschen aufwendig. Wir brauchen andere Prozesse dafür. Und bei denen läuft das mittlerweile natürlich auch dynamisch. Aber im Prinzip funktioniert da auch noch viel über Result Merging und so wahrscheinlich, weil den ganzen Index einmal global irgendwo komplett neu zu bauen oder so, ist halt doch sehr, sehr aufwendig. Und deswegen geht man gegebenenfalls einfach den Weg und sagt, ich baue verschiedene Indexe auf und habe Deletion-Lists und mache dann immer noch so eine Art kurzes Post-Processing, nachdem ich eigentlich meinen großen Index angefragt habe und vielleicht den kleinen angefragt habe. Ja, so viel zum Aufbauen eines Indexes, also wie macht man es quasi algorithmisch? Wir haben gesehen, man könnte es versuchen, sequenziell zu machen. Das bietet sich gerade auch dann an, wenn man nicht ganz so große Kollektionen hat, die man indizieren will, oder eben das Ganze verteilt über einen Rechencluster, wo man dann sagt, am Ende mische ich den ganzen Index nochmal wieder zusammen über so eine Art MapReduce. Ja, im letzten Teil werden wir uns noch angucken, was es bringt, wenn man den Index komprimiert. Das spart zum einen Platz, aber wir werden auch sehen, es kann Zeit sparen. Danke erstmal.